Guten Morgen, meine Lieben. Hallo, ich sag hallo. Du bist so. Ja, wir sind schon ein Weilchen. Nein, stimmt gar nicht. Wir sind seit. Lea ist seit 20 Minuten wach oder so. Ja? Ich wollte euch eigentlich gestern mitnehmen. Ich habe auch den Anfang gefilmt. Also ich habe auch ja, schon ja, am Anfang gefilmt und dann hatte ich keine Zeit mehr und musste es leider unterbrechen. Also konnte ich leider nicht mehr filmen und wegen diesen paar Wörtern, was ich am Anfang gesagt habe, kann ich natürlich kein Video online stellen. Lea hat Hunger. Wir haben noch nicht die Betten gemacht, das müssen wir noch machen. Hier ist eine frische Windel, die werde ich jetzt gleich anziehen, dann werde ich ihr Frühstück machen. Hier ist Mäuschen. Sag hallo Mäuschen. Oh, Mäuschen tut gähnen. Hallo Maus. Hallo. Hallo. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Nicht Finger in den Mund. Bäh. Sie hat hier so ein rotes Auge. Ich weiß nicht von was. Muss ich nochmal beobachten die Woche jetzt. Falls das so bleibt, müssen wir zum Arzt, gell? Wo ist denn dein Baby? Ja, müssen wir zum Arzt, keine Ahnung. Eigentlich war das, weil sie nicht mal. Aber das ist schon länger her, vor 2 Wochen oder so. Hat sie mal gegessen und da war sie halt, glaube ich, müde oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie so einen Krümel auf der Hand noch gehabt und mit dem hat sie halt zu sich die Augen gerieben und ich glaube, der Krümel ist dann ins Auge oder keine Ahnung. Ich habe dann natürlich rausgespült oder versucht zu waschen, aber irgendwie seitdem hat sie da so bei dem Auge so hier so ein was Rotes. Keine Ahnung. Müssen wir noch abchecken, bevor es in den Urlaub geht? Ja. Gestern so viel Videos geschnitten, vorgedreht, damit ihr auch was zum Gucken habt, wenn ich nicht da bin, damit ihr mich ja nicht vergisst. Und ja, habe ich gestern gemacht und jo. Oh nein, sie nimmt immer meine Flasche. Oh, okay, wir melden uns später. Guck mal, was für Riesenpuppe ihr der Papa mitgebracht hat. Bibi. 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 Ich habe mir gerade Zara Baby oder so, ja, angeschaut. Die haben so süße Sachen jetzt für den Herbst, Winter. Ich würde ihr sogar schon was bestellen. Nur die Sache ist, wie macht ihr das zum Beispiel? Kauft ihr vor? Eigentlich mache ich sowas nicht. Ich kaufe, wenn die wenn die Zeit jetzt kommt. Ja, und halt die neue ja, Sommer, Winter, Herbst, was auch immer Zeit angebrochen ist, dann kaufe ich meistens ein, dann weiß ich auch, welche Größe sie hat. Aber ich würde jetzt schon gern für den Herbst, Winter bestellen. Ich weiß jetzt nicht, soll ich eine 92 bestellen? Weil bei Zara passt ihr die 92 eigentlich perfekt. Oder soll ich schon eine 98 bestellen? Boah, ich bin mir da so unsicher, aber das sind so süße Mädchensachen dabei. Was, Niam Niam? Haben doch gegessen. Wieder Hunger.
Ja, oder soll ich eine 98 bestellen? Aber eine 98? Ob das nicht zu groß ist? Ah, ich bin so am Überlegen gerade, was ich machen soll. Dem so mega niedliche Sachen jetzt. Ich überleg's mir mal. Wie macht ihr das? Bestellt ihr eine Jahreszeit schon vor? Also wenn jetzt Sommer ist, und bestellt ihr schon für Winter oder für Herbst? Oder nicht? Schreibt's mal in die Kommentare. Oder bestellt ihr dann einfach eine Nummer größer? Weil H&M finde ich 92 ist ihr schon noch ein bisschen zu groß. Also sitzt jetzt nicht schön. Ja, dass es richtig passt. Aber bei Zara passt sie eine 92, weil die fallen meistens relativ klein aus. Boah, ist das überbelichtet. Bei Kindern halt. Schreibt es mal in die Kommentare. So leichte Kopfschmerzen. Mein Kind hat das pure Chaos veranstaltet. Sie wird dann gleich Mittagsschlaf machen. Nicht gleich, aber so in einer Stunde. Dann werde ich aufräumen und dann werden wir auch rausgehen. Ja. So, meine Lieben, ich melde mich auch wieder. Ich hatte solche Kopfschmerzen. Ich dachte, das wird nichts. Ich habe, glaube ich, heute in der Früh schon mal gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Und ich bin nicht so der Typ, der Medikamente zu sich nimmt oder so. Und größtenteils hört es dann auch wieder auf, aber dieses Mal hört es dann von alleine auf, also ohne dass ich Medikamente nehme. Aber dieses Mal war es leider nicht so. Aber jetzt sind sie wieder weg. Das könnte aber auch an dem Ventilator liegen. Weil man sollte vielleicht nicht so oft den schon anmachen, aber nicht so in sich richtig reinblasen lassen. Ich bin jetzt gerade am Essen machen. Lea schläft noch, aber sie wird bestimmt demnächst wach. Uns gibt es heute Hühnerbrustfilet mit Nudeln und einer Champignonsauce. Meine Lea ist nicht so der Fleischesser, also sie isst Hühnchen, isst sie gerne. Das habe ich gemerkt. Also Hühnchen isst sie wirklich gerne, aber so andere Fleischarten oder Sorten, heißt das so, isst sie nicht so gerne. Mein Mann, der ist richtiger Fleischesser, der liebt Fleisch. So Leute, heute ist ein neuer Tag. Ich habe gerade mein Video von, also meinen Vlog, unseren Vlog von gestern bearbeitet und gemerkt, dass ich nichts mehr gefilmt habe. Ja, das Problem war gestern, mein Speicherplatz vom Handy war voll und ich habe einfach viel zu viele Fotos, viel zu viele Videos, was weiß ich, drauf, und ich habe das alles gestern geleert. Aber dann war ja, das habe ich erst am Abend gemacht, und in der Zwischenzeit habe ich dann nicht mehr filmen können, beziehungsweise auch nicht so viel Zeit gehabt. Wir haben gestern so ein paar Vorbereitungen noch für den Urlaub getroffen, also wir waren im Keller, haben die Koffer geholt, ich habe die Koffer gewaschen, dann habe ich noch ein paar Sachen ausgemistet aus dem Keller. Ich glaube, wir waren 3 Stunden im Keller, ich sag's euch, das war mega lang. Und ja, dann habe ich einfach nicht mehr gefilmt. Das war aber auch nichts mehr Spannendes für euch. Ich habe nur gemerkt, dass ich viel gelabert habe in dem gestrigen Vlog. Ja, das kann ich eigentlich relativ gut, viel labern. Ja, wir haben jetzt schon mittlerweile 2:30. Mein Schatz arbeitet, meine Lea schläft. Ich habe, was habe ich denn heute gemacht? Ich habe jetzt schon so Sachen, also Leas Koffer und alles. Also bei uns geht es wirklich jetzt nur um Urlaub die ganze Zeit. Aber ich habe Leas Koffer ja schon fertig gemacht, schon länger. Ich habe alle Sachen gewaschen, alles vorbereitet, alles geguckt, ob ich alles habe. Und so für sie. Dann habe ich heute meine Sachen, wie soll ich sagen, zusammengesucht, was ich so mitnehmen möchte. Und ja. Das habe ich heute gemacht. Ich habe Wäsche heute noch nicht gemacht. Das mache ich erst Montag, Dienstag. Und ja, dann ist das nämlich auch erledigt. Und dann können wir schön in den Urlaub gehen. Ja. Ich wollte mich eigentlich heute jetzt nur noch verabschieden. Ja, ich weiß, vielleicht war es nicht so interessant, der Vlog für euch. Keine Ahnung.
weiß es nicht. Ich habe meinen Teppich gewaschen. Also nicht gewaschen, doch, wie soll ich sagen? Also Lea hat heute in der Früh gekleckert auf dem Teppich und dann bin ich mit so einem Teil drüber gefahren von Vanish. Finde ich gar nicht schlecht. Geht so, also es ist dieses Teil von Vanish Hand Shampoo Clean and Fresh Large Area Carpet Cleaner. So sieht's aus. Riecht wirklich sehr, sehr gut. Ist aber ein bisschen mehr Arbeit, wie ich finde, mit diesem Teil als mit so einem Sprühschaum. Das gibt's ja auch, das habe ich ja auch für meine Teppiche. Aber ich wollte es eigentlich leer machen, weil ihr seht, es ist nicht mehr viel drinnen. Ich habe aber gemerkt, dieses Mal, er muss wirklich anscheinend schmutzig geworden sein, weil letztes Mal, wo ich das, die letzten paar Male, wo ich das verwendet habe, ist jetzt schon ein bisschen länger her, habe ich keine Wirkung gesehen. Dieses Mal aber schon, ich glaube, in der Kamera seht ihr das eh nicht. Seht ihr das vielleicht hier? Wartet mal. Seht ihr das Weiße? Und hier ist es noch so dunkel. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber auf jeden Fall, die Stellen, wo sie gekleckert hat, habe ich jetzt mit dem sauer gemacht und es ist wirklich weiß geworden. Jetzt könnte ich den ganzen Teppich noch machen, aber da werde ich den wahrscheinlich raus in den Garten nehmen, weil sonst wird mir hier alles nass und ja. Was machen wir heute noch? Kann ich euch nochmal vielleicht erzählen? Ich weiß gar nicht, was machen wir heute? Heute ist Samstag. Nichts eigentlich. Wir machen nichts. Nichts, ne? Eigentlich haben wir nichts vor. Ja, heute Abend gehe ich weg. Das ist das Einzige. Ich gehe ein bisschen mit meiner Freundin raus. Was trinken und so. War schon lange nicht. Ich war, glaube ich, seit Januar nicht mehr. Oder Februar oder so. Keine Ahnung. Ist schon ewig lang her. Und heute gönne ich mir das jetzt mal. Genau. Das war's, Leute. Ich werde jetzt noch was zum Essen machen. Das habe ich gemerkt, das habe ich in der letzten Szene von gestern auch gemacht. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Wie geht's denn euch so? Geht's euch allen gut? Ich grüße euch alle, ich knutsche euch alle und sag Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!